Hallo und willkommen zu der Showbox. Es geht weiter mit Roguebook und des Abschließens von Epilog 13 im besten Fall. Wir haben hier eine goldene Fee, ich würde sagen, die machen wir auch gleich mal. Gib mir bitte das Geld. Die hat 48. Schaut euch mal die Karten an, wo wir jetzt sehen. Da ist definitiv der Kampffüßling. Unnötig. Ziehe drei Karten. Wir spielen jetzt erstmal Futter. Dann spielen wir Feueröl. So, ziehen wir noch eine Karte. Das ist ganz okay. Jetzt ziehe noch eine Karte. Noch ein Futter. Einschlag. Dann können wir noch alle Cypher-Karten zerstören. Ich weiß, in der ersten Runde haben wir jetzt keinen Schaden erledigt, aber das machen wir definitiv in der nächsten. So, greife alle Gegner an. Die nächsten 66 Treffer erhalte 2. Ja, machen wir. Dann spielen wir die instabile Mixtur. Machen das hier auf dich. Spielen die Schwerebarriere. Einmal blocken. Unerwarteter Schlag. So, Saat des Hasses ist unnötig. Wir können den Flammenschlag von hinten ausführen. Die rotierende Klinge. Dann spielen wir den Ogerkeks. Und das hier. Wir haben noch eine Runde. Bevor er jetzt flieht. Suboptimal. Flammenheizer. Selbst wenn ich die jetzt spiele, ne? Also ich meine, sie kosten nichts. Oh, das haut ihn raus. Wahnsinn. Das hört sich nicht gut an. Verankern. Definitiv. Dann ritueller Schlag.
Greife alle Gegner für 11 an, erhalte Block. Rotierende Klingen. Verflucht, ich kann die instabile Mixtur nicht mehr spielen. Ich Idiot. Der macht 40 Schaden, ne? Schauen wir, wie viel die Bombe macht. Uhu, 80. Und das Brutale ist, ich habe keine Verteidigung. Oh mein Gott. Da wird fast rausgehämmert. Flammenheizer, nächstes Futter. Wir müssen Schützen spielen. Dann haben wir hier. Ziehe drei Karten. Nahkampf, drei Karten. Wow, Hilfe! Ich weiß nicht, was ich machen soll. Die Gegner sind so heftig stark. So, definitiv das hier. Wir spielen jetzt als nächstes den hier. Dann Flammenheizer. Noch eine Karte ziehen bitte. Wunderbar. Stelle ich mir das vor. Ogerkeks. Das sollte aber jetzt definitiv den Rest geben. Hoffe ich. Ganz schön brutal, ganz schön brutal. Wir in entgegengesetzte Richtung. So, Rocco hat es ganz schön mitgenommen. So, was haben wir denn hier? Erhalte 10 Zorn.
Ziehe eine Karte, Nahkampf blocken, ernten, greife einen zufälligen Gegner für 3 an, wiederhole dies für jede Karte, die du in diesem Zug gespielt hast. Mörser mit dieser Karte. Okay. Wir machen jetzt definitiv gleich mal am Anfang die gefährliche Mixtur. So, jetzt haben wir 11. Dann spielen wir das hier. Dann haben wir hier eine Karte. Da brauchen wir definitiv einen Wirbelwind. Ich gehe hier gerade voll aufs Ganze. So, du kannst zünden. Verfluchte Teufelsart schon wieder spielen können. Greife alle Gegner für 14 an. Dann block mal. Greife 5 mal an. Erste Sahne, dann kannst du hier einen Einschlag machen. Oh Mann, ist das geil. Ist das eine krasse Combo? Und dann hauen wir dich raus. Aber noch vorher machen wir hier ein bisschen Brutanbau. So, das ist 5 auf gerader Linie. Wenn ich ehrlich bin, würde ich den Kampf hier gerne aus dem Weg gehen, weil wir, wie ihr seht, extrem wenig HP haben. Ich mache den hier, bekomme nochmal eine Tinte, wunderbar. Was bedeutet, wir benutzen das hier? Yep. Schnappen uns den Edelstein. Wenn dies blockt, führe stattdessen doppelten Schaden zu oder den Urzeitschädel. Was bedeutet der Teufelsschlag? Blockt dann nicht, sondern macht 25 Schaden. Oder hier greife alle Gegner an. Füge der vorderen Gegner stattdessen doppelt so viel Schaden zu. Halte Block. Aha. Machen wir da drauf. Wir haben jetzt noch genau eins und das setze ich nämlich hier ein. Dann können wir den Kampf direkt umgehen. Ich weiß, das ist ein bisschen, ja, defensiv Play, aber ich will hier den 13. Epilog schaffen und dafür brauchen wir das unbedingt.
Wann immer dieser Karte mit dieser Karte trifft, wird ein kritischer Treffer gelandet oder alle Heldenangriffe mit dieser Karte verursachen doppelten Schaden. Nicht wirklich geile Sch Sachen, die hier, muss ich ehrlich sagen. Greife an für 22, Cypher verliert, Peitschenknall. Wenn Cypher zornig wird, bekommt er dies hier auf die Hand. Das sind 480. Machen wir das so. Und dann ab zum Boss. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich bin sowas von aufgeregt. Puh. Schaffen wir das mit 23 und 45 Leben? Ich glaube nicht. Holy. Das sind zwei, die machen separate Angriffe. Wenn Doppelchaos Zorn tot ist, mischt zu Beginn jeder gegnerischen Zuges drei Wunden in den Ziehenstapel. Wenn Doppelchaos Schmerz stirbt, erhält Doppelchaos Zorn 20 plus Stärke. Wird das Doppelchaos Zorn beschädigt, wird seine Stärke bis zum Ende des Zuges um 3 reduziert. Helden können nicht tauschen, wenn das Doppelchaos Schmerzschaden nimmt. Okay, wenn wir ihm Schaden machen, bekommen. Ich hätte mir bessere Karten gewünscht, ehrlich gesagt. Mörser. Nee, nee, nee. Ja gut, das will ich sowieso spielen. Wunderbar, 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 wunderbar. Wunderbar. Okay, er macht jetzt null Schaden.
finden. Aber ich glaube, das lasse ich vorsichtshalber mal so, wie es ist. Und gehe in die nächste Runde. So, jetzt hat er 14 vorne. Die machen 41 Schaden. Ich kann Verankerung spielen. Dann kann ich hier einen Oberkick spielen. Den rituellen Schlag. Wunderbar. Bringt mir direkt 7. Okay, jetzt Zusammenstoß. Oder ich wechsle mal die Helden. Aber ich glaube, das ist okay so, wenn ich das behalte hier auf der Hand. Oh, der hat ihm 7 Wunden zugefügt. Das ist natürlich nicht schön. Schwefelbarriere. Seiferszorn weicht nicht. Nach vorne. Erhalte für jeden Gegner Block. Greifwaffe 15 an. Wenn du Block hast, greife stattdessen. Der stirbt mir gleich weg hier. Uffa. So, der kriegt wieder 7 Schaden. Greife den vorderen Gegner an, greife alle Gegner 4-mal mit 10 an. Zartes Hasses hätten wir hier. Ich glaube, das mache ich aber vorerst mal so. Erste Sahne. Dann. Zartes Hasses. Des Hasses. So, er ist definitiv sauer, sage ich mal so. Dann hätten wir ja Futter. Ihn können wir noch mal richtig eins auf die Mütze drauf geben, aber sowas von. Ich glaube, das war's. Yeah. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich, die sind gar nicht mal so schwer mit diesem Heldenpaar. Ich muss sagen, es war ein extrem glücklicher Start, dass ich hier den Untergang gleich gezogen habe. Ist das ein gutes Gefühl, wenn die Seiten wirklich kommen?
1300 Seiten. Schaut euch mal den Run an. Achtunddreißig Karten hatten wir. Felder aufgedeckt. Fast immer 50%, knapp an der Grenze. Am Ende haben wir richtig viel Geld eingesackt. So viele Geschichten haben wir gar nicht gesehen, nur im zweiten Kapitel. War extrem souveräner Run. Jetzt im Nachhinein betrachtet, ne? Wir hatten extrem schwer zu kämpfen bei Cap 10. Da war es nämlich extremst an der Kante. Oh, wir können wirklich verbessern jetzt mit 1300 Seiten. Goldhaufen erhalten, mehr Gold. Eins, zwei, drei. Dann machen wir hier die. Das machen wir hier da. Das verbessern wir einmal. 80, 80. Das verbessern wir einmal. Wir können hier wirklich verbessern. Spaß. Das hätte ich mir letzte Runde schon gewünscht. Super Runen. Aufkommen. Weil wir was haben. 400, 400, 400, 400, 300. Jetzt kostet alles extremst viel. Aber wir sind auch schon ziemlich am Ende. Wir haben extremst viel aufgestuft, wie ich finde. Nächsten Run machen wir definitiv das und das. Und die Tinten. Denke ich mal. Oder hier die zwei. Mal schauen. Okay. Das war Epilog 13 und in der nächsten Folge kommt der Epilog 14. Ich bin so froh, dass wir es geschafft haben. Wir haben auch den neuen Boss zum ersten Mal gesehen und gleich auf Anhieb geschlagen. Würde mich freuen, wenn ihr mal einen Daumen nach oben da lasst für das ganze Let's Play, für den ganzen Run und ja, einfach für die Seele tut das gut. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao und habt eine gute Zeit.